Jo, ich hab moin und willkommen zurück zu Minecraft. Wir haben uns beim letzten Mal einer kleinen Hin- und Herwanderung und völligem, ja, Unverständnis des Unvorstellbaren hingegeben. Hier kann ich noch ein bisschen weitergehen. Denn hier kann ich noch. Das geht gar nicht. Da muss ich dann einen hinsetzen. Und hier werde ich weiter versuchen, noch ein wenig was rauszukitzeln. Sehr gut, den nehme ich einmal ganz kurz raus, um hier rauszukommen. Der kommt ebenfalls mit rein. Und das hier wird quasi mein kleines persönliches Becken. Es ist wirklich klein. Aber ich denke mal, wenn wir das erstmal mit Wasser gefüllt haben, dann wird das ganz anders aussehen. Machen wir allerdings noch nicht. Hier werde ich mit einem kleinen Weg vielleicht entlang gehen. Bis hier vorne hin. Der Baum ist denn, der ist noch nicht weg. Pass mal auf. Und ab. Jetzt ist er weg. Das ist zumindest der eine Baum. Den hier, den lasse ich auf jeden Fall stehen. Hier unten das Becken ist schon mal ganz cool. Allerdings sollte das schon bis hier hinten vielleicht hinfließen. Und in alle möglichen Ecken rein. Das heißt, ich werde, denke ich mal, wie weit ist denn das? Ah, es wird dunkel. Ich habe die Monster an. Ich muss pennen gehen. Schnell, bevor sie spawnen. Die dreckeligen kleinen Creeper, die... So, wollen wir natürlich nicht. Wer will schon kleine grüne Männchen haben, die auf einen Zugang kommen und sich selbst in die Luft springen wollen? Nee, wink, wink. Genauso wenig will man irgendwelche zombiehaften Kreaturen haben, die irgendwie einem hinterherlaufen. Es ist ungefähr genauso gruselig wie das andere Zeug. So, wir gucken einfach mal, wie das Ganze aussieht. Dafür brauchen wir Wasser. So, wir brauchen offiziell Wassereimer, damit wir oben nämlich schon Wasser reintun können. Und dann schauen wir uns einfach mal an, wie das Ganze fällt. Das ist das hier, das ist Zeug. Guck mal, hier haben wir schon mal drei Wassereimer drin. Das ist eine wunderhübsche Sache. Dann machen wir nämlich den hier. So. Haben wir irgendwo... Ja, hier. Zum Beispiel hier kann ich Wasser rausnehmen, ohne dass es irgendjemand auffällt. So, mit netten Geräuschchen dabei. Alles wunderbar. So, Regel Nummer Uno, wenn man eine ganze Menge Wasser braucht, dann baut sich einen unendlichen Brunnen. Exakt. Und das macht man so. Zack, zack. Mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen was Wasser reinklemmen. Das sieht schon mal ganz gut aus, dass das hier so rüberfließt. Wobei, ne, das gefällt mir gar nicht. Geh mal da raus. Ich würde nämlich viel lieben gerne, ja, ist klar. Würde ich nämlich den hier machen. So, damit ist der da oben schon mal infinite. Zack, zack, zack. Dann kommen wir hier noch einen hin. Das stößt sich dann bis dahin auf. Hier kann man noch einen hinsetzen. Da kann man noch einen hinsetzen. Dann kann man hier sogar einfach aus der Mitte rausnehmen. Für einen kleinen Unendlichkeitsbrunnen. So, da noch einen hin. Da noch einen hin. Und dort noch einen hin. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Versuchen natürlich, wow, möglichst viele in diesen, also möglichst viel halt in diesen endlichen Brunnen hier reinzupacken. So. Wollen wir nochmal gucken, dass wir hier alles voll kriegen. Stück für Stück, peu à peu. Ecke für Ecke. Und dann haben wir die erste Schicht. Jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt kommt nämlich die zweite Schicht. Die wir ungefähr, ja, wie gesagt, ungefähr genauso auftragen. Ist allerdings nur ein bisschen doof, weil hier halt nicht so... Wow. Fließen wir mal ein bisschen was nach oben. So, ich guck mal hier, dass wir...
Genau, so legen wir das Ganze an. Sehr schön. Hopp. So. Wir wollen natürlich immer schön gucken, dass wir hier diesen kleinen Brunnen bis zur Unendlichkeit und noch viel weitermachen. Na, komm, raus hier. Vielleicht können wir dann noch ein bisschen effektiver arbeiten. Wunderbar. Und da fließt es auch schon, das Wasser. Perfekt. Fast perfekt. Warum fast? Ganz einfach, ich hätte lieber eine etwas größere Fläche. Was wir allerdings auch machen werden. Ich werde jetzt... Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Der da oben, der muss da gleich wieder hin. Ich wollte hier noch ein wenig hinmachen. Genauso wie hier. Sieht das Ganze nämlich schon mal wieder etwas anders aus. Und weil es so hübsch ist, kommt hier noch einer hin. So. Oh. Aber... Ups, nee, den wollte ich jetzt gar nicht. Dürfte schon ganz gut sein. Ups. Hier nehmen wir noch Wasser raus. Dann tun wir das nämlich hier hinein. Das passt alles perfekt. Dann haben wir hier nämlich so ein kleines Teilchen. Ein Seechen. Man sieht auch den Boden nicht so wirklich aus. Man taucht rein. Könnte eventuell noch so ein kleines Flüsschen hier runter machen. Dass er hier beispielsweise lang fließt oder so. Wäre vielleicht auch noch eine ganz nette Idee. Könnte auch genauso gut da noch was rauslaufen lassen. Dass man sagt, hier oben ist halt ziemlich viel Wasser drin oder so. So, und jetzt wollte ich hier unten runter. Blub, 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 blub. Wollen wir das Ganze einmal angucken. Ja, das ist doch wunderschön. So, das ist aber noch lange nicht alles, was ich mit diesem Wasser hier kann. Ich würde nämlich liegen gerne. Pass mal auf. Das kann nämlich hier reingehen. Dann kann ich nämlich hier endlich mal... Genau. Fließt sogar bis da vorne hin. Das ist eine ganz hübsche Sache. Machen wir auch hier so ein kleines Flüsschen hin. Dann müssen wir allerdings hier nochmal in den Boden gehen. Um am Ende des Tages das eventuell gewünschte Ergebnis zu haben. So, die Kante gefällt mir nicht so hundertprozentig und das hier sieht irgendwie seltsam aus. Habe ich hier nicht noch irgendwie Wasser? Nee, natürlich nicht. Gut, ich brauche ein bisschen Wasser. Ups. Oh. Das ist natürlich ungünstig. Hier kann ich unendlich Wasser holen. Das ist natürlich doof. Aber was soll's. Wir haben gerade ganz andere Sachen zu tun. Und zwar, dass hier vielleicht ein wenig... Ja, passt. Hier vielleicht noch. Jetzt sieht's aus, als würde es hochfließen. Man kann nicht alles haben. Huch, budup. Wir versuchen es trotzdem, alles zu kriegen und nichts dafür ergeben zu müssen. So. Deswegen wir hier erstmal einen kleinen Unendlichkeitsbrunnen hineinpacken. Was uns die Freiheit gibt, hier noch eine ganze Menge mehr Wasser hineinzusetzen. Sehr hübsch. So. Genau, dann haben wir hier so ein kleines Loch. Das hier sieht natürlich nicht so schön aus. Dann machen wir hier mal einen hin.
Ja. Und klauen uns mal ein bisschen Wasser. So. Das möchte ich natürlich da wegnehmen. Aber ich möchte das hier eigentlich auch nicht stehen haben. Kann ich hier vorne noch einen hinsetzen? Ja, kann ich den hier eigentlich wegnehmen? Kann ich auch, den kann ich auch wegnehmen. Okay, das sieht doch okay aus, dass sie so in die Richtung fließen. Oh. Können wir noch einen hinsetzen vielleicht? Und hopp. So, den hier gleich wieder weg. Bin gar nicht so sicher. Ja, das ist eine Ecke, das passt nicht so hundertprozentig. Da muss ich echt hier noch ein Wässerschild dazu bauen. Oder vielleicht hier schon komplett so mehr oder weniger ein Stillstandsteil. So, hier noch einen hin. So. Ja, doch, jetzt kann man das machen. Sieht. Mit dem Pilz. Sieht schon echt cool aus. Vielleicht kann man da oben noch eine Höhle irgendwann reinmachen. Werden wir dann sehen. Wie sich das Ganze entwickelt. Ach, ich habe hier noch einen Eimer mit Wasser. Wo tun wir den denn hin? Zurück mit dir in die tiefe See. So. Wunderbar, haben wir damit jetzt auch schon wieder einiges an Zeit verschwendet. Aber... dafür sieht es hier doch einigermaßen cool aus. Da unten geht es natürlich dann runter zu der Stadt quasi. Und ich denke mal, das Loch hier, das können wir jetzt eh erstmal zumachen. Zack, zack. Sonne geht natürlich schon wieder unter. Hat schon irgendwie was. Hier mit dem kleinen Wasserfall dabei. Schön, ne? Aber wie war das nochmal? Ne, der war das nicht. Das war Screenshot saved. Das soll ich eigentlich so machen. So, Screenshot saved. Wunderbar. Und ganz schnell. Ganz, 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 ganz flott. In die Behausung. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Dafür habe ich jetzt aber keine Zeit. Ich möchte nämlich nicht aufwachen und einen Creeper hier in der Nähe haben. Das wäre ganz schlaff. So. Jetzt allerdings kommt jetzt mal ein Zombie auf uns zu. Macht weg. Wie viele Schläge hält der eigentlich aus? Mensch. Auf was habe ich das eigentlich stehen? Das geht ja mal gar nicht. Easy. Normal, hard, peaceful, easy. Ja, easy. Nun gut. Das sieht wunderbar aus. Dann kann man nicht dran meckern. Das Einzige, was man vielleicht meckern könnte, wäre hier das Ding hier. Pass mal auf, das nehme ich mir mal weg. Machen wir das so. Alles klar. Dann können wir nämlich hier hübsch rübergehen. Ich denke mal, die beiden Bäume könnte man eventuell stehen lassen. Hier würde ich eventuell noch einen hinsetzen. Den könnte man auch durch einen Baum vielleicht ersetzen. Ein Baum. Aber hier gibt es einige andere, die dafür das Zeitliche segnen werden. Wie zum Beispiel ihn hier. Ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, ihn abzuholzen, weil er stand gerade da. Und hat mich so doof angeguckt. Ja, so macht man das. Wenn einem einer doof anguckt, dann sägt man ihn einfach ab. Nein, natürlich nicht. Das wäre sehr, sehr unfreundlich. Würde ich einfach mal behaupten. Und bringt euch wahrscheinlich schneller ins Gefängnis als, weiß ich auch nicht, als irgendwas anderes. Ja. Nummer 1 ist schon mal weg. Die beiden, wie gesagt, wollte ich da lassen. Die stelle ich einfach mal unter Naturschutz. Vorläufig jedenfalls, bis mir irgendwas einfällt, was ich mit den Dingern machen kann. Dann kommen sie auch weg. Na, wie das halt so ist. Mit der wahren Natur der Natur. Bei Natur der Wunder oder Wunder der Natur. All solche Dinge und noch viel weniger sehen Sie jetzt nach der Werbung.
Oh. Holz. Ein bisschen mehr Holz. Ich kann mir noch eine Werkbank hier oben. Apfel. Kann man noch eine Werkbank hier oben hinsetzen? Wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Dop, dop, dop. Werkbank hier. Komm, setzen wir dich mal hier hin. Hast du allerdings was zu tun? So, Stickies. Ich denke mal, wir werden nochmal 3 Äxte werden wir bestimmt noch brauchen. Genauso wie wir wahrscheinlich noch 3 Schaufeln brauchen werden und. Diverse andere Dinge. Vielleicht können wir uns auch mal eine Kiste hier oben machen. So eine schöne Doppelkiste. Kann man bestimmt auch noch gut gebrauchen. Zum Beispiel, um das reinzutun oder das. Oder dann können wir hier erstmal wegmachen. Das können wir erstmal wegmachen. Den Stein können wir erstmal wegtun. Ich hatte sogar noch ein Crafting Table übrig. Hat sich ja gelohnt. Mushrooms. Das kann auch erstmal weg. Das kann alles weg. Weg, weg. Weg, weg. Wir werden es eh erstmal uns hauptsächlich um die Bebaumung hier kümmern. Ja, natürlich, die Setzlinge nehmen wir mit. Warum auch nicht? Können wir immer schön was mit anfangen. Irgendwo mal einen Baum hier hin oder mal dahin. Das gehört dazu. Man darf die Natur nun mal nicht schmähen. Sie ist und bleibt essentiell und schön. Auch wenn es mehr als genug Leute gibt, die das vielleicht etwas anders sehen. Das sind dann diese absoluten Industrieler, die dann sagen, Natur, sowas gibt's nicht, das ist ein Mythos. Und wenn so weitergemacht wird, dürfte es auch irgendwann so sein, dass man sich im Geschichtsunterricht dann über Pflanzen unterhält. Warum? Ganz einfach. Weil es Geschichte ist. So, die beiden bleiben da. Der hier, der muss aber noch weg. So, der ist so ein bisschen mittig. Der hier, der stört auch. So, alles klar. Alles klar. Dann hauen wir das Ganze mal weg. Wir wollen natürlich vermeiden, dass sowas jemals passiert. Ist ja natürlich klar. Aber die Kurzlebigkeit, und es ist wirklich Kurzlebigkeit im Gegensatz zu dem, was wir, worüber ich hier rede, Kurzlebigkeit der Menschen wird die Langlebigkeit der Natur nun mal vernichten. Hat auch eine ganze Menge mit Gier und sowas zu tun. Gier ist eben nichts Schönes. Wenn man nur will und will und will und nichts dafür gibt, soll sich mal schön gepflegt in die Ecke stellen und schämen. Ja, ich rede genau mit dir. Du anonymer Irgendwer-Typ. Den ich jetzt einfach mal so rein aus Zufall aus dem Kauf und Kick ab. So, wie sieht das aus? Der muss auch noch weg. So. Gier ist nun mal wahrhaftig nichts Schönes. Möchte ich persönlich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht haben. Gier ist eher schlecht. Da sollte man von abraten. Aber es ist eher das Gegenteil der Fall. So, jetzt, so wird ein Schuh raus. Der sieht irgendwie doof aus hier, dass er keine Blätter an der Seite hat, aber naja. So, wie sieht das aus? Wird langsam. Würde ich einfach behaupten. Ich denke mal, hier kann ich noch ein bisschen was wegnehmen. So ein paar Bäumchen. Wir können auch einen kleinen Grüngürtel durch die Mitte der Stadt ziehen lassen. Oder vielleicht einen drumherum ziehen, ich bin mir noch gar nicht so sicher. Wie das alles am Ende aussehen wird, das werden wir natürlich peu à peu zu sehen bekommen. Ich bin da genauso gespannt wie du. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich hier mache. Das ist nun mal die beste Voraussetzung dafür, in irgendwas erfolgreich zu sein. Einfach keine Ahnung haben, einfach nur machen. Wenn es scheiße aussieht, ja, dann ist es halt so. Wird es am Ende halt wieder abgerissen. Und nochmal neu anders aufgebaut. Also, Apfel! Doppelapfel! Doppelapfel! Oh, Trippelapfel. Guck euch das mal an. Ist ja richtig ertragreich hier. Oh, und den hier reißen wir jetzt auch mal weg. Den alten Fliegenpilz. Dem will ich nicht unbedingt was zu tun haben. So. Der passt ja auch nicht so wirklich in das allgemeine Ambiente hinein. Pass mal auf, nehme ich den hier noch weg. Komme ich nämlich hier oben wesentlich leichter dran. So.
noch ein Pilz hier und naja, noch ein Pilz da nicht, aber wir sind schon wieder zwei Stück. Was ist das denn für eine kleine Heckenkirche hier? Sieht ja knuffig aus. Und da sind so noch mehr Pilze. Ja, ich kann hier ein gewisses Stückchen rübergehen, denke ich mal. Für ein paar Gebäude noch. Ich jetzt einfach mal so entschieden. Ich werde jetzt nicht hier den großen Obermacker machen und hier eine riesige ultimative nur Stadt hinbauen. Ich laufe jetzt schon wieder hin und her und links und rechts. Aber es wird eine Stadt werden. Und weiter machen wir damit beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn ja, dann lass einfach ein kleines Däumchen nach oben da. Das würde mir sehr weiterhelfen und gefällt mir wunderbar. Ansonsten wünsche ich dir natürlich noch viel Spaß beim selber zocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.